So klingt es, wenn 28.500 Fußballfans Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Dicht an dicht stehen Fans beim Weihnachtssingen in der Alten Försterei. Berlin Fußball Zweitligist 1. FC Union Berlin hat's zum 15. Mal sein Weihnachtssingen traditionell einen Tag vor Heiligabend veranstaltet. Tag 24 berichtete. Die 28.500 Besucher verwandelten in seit Wochen ausverkauften Stadion an der Alten Försterei die Ränge und den Innenraum um Punkt 1900 Uhr in ein einziges Lichtermeer. Die Besucher sangen Klassiker wie Odo Fröhliche, Morgen kommt der Weihnachtsmann oder Schneeflöckchen, Weißröckchen. Zum 11. Mal sorgte der Chor des Köpenicker Emanueter Gymnasium für die richtige Stimmlage. Natürlich intonierten die Menschen auch einige Union-Lieder. Erstmalig las Pfarrer Ulrich Kastner die Weihnachtsgeschichte vor. Er löste nach 13 Jahren seinen Vorgänger Peter Müller ab, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. Zuvor übergab Müller symbolisch seinem Nachfolger ein Union-Trikot. Die Veranstaltung in der Alten Försterei ist das älteste, in deutschen Stadien stattfindende Weihnachtssingen. Bei der heimlichen Premiere 2003 hatten sich auf Initiative des Fanclubs Alt-Unioner ganz 89 Personen versammelt. Inzwischen ist das Weihnachtssingen das größte Ereignis des Vereins im Jahreskalender. Beim ersten Singen hatte man keine Gedanken daran, wie das werden wird. Es ging nur darum, sich von den Leuten vor dem Weihnachtsfest würdig zu verabschieden, sagte Weihnachtssingen-Erfinder Thorsten Eisenbeiser vom Fanclub Alt-Unioner, jetzt müssen so viele Mechanismen ineinander greifen, aber wir nähern uns Stück für Stück der Volljährigkeit. Auch an diesem Jahr war das Weihnachtssingen gut besucht.